Je mehr Risiken du trägst, desto mehr Potenzial hast du auch, Gewinne zu erfahren. Dann bist du bei mehreren hunderttausend Euro Umsatz im Jahr und hast halt dann nicht mehr so greifbar auf einmal, wenn du dann im Laden bist und da kostet was 100 Euro oder so. Wenn du weißt, dass Gott im Endeffekt dir die Wünsche erfüllt, wenn du bereit dafür bist, kannst du ja unendlich weitermachen. Wenn du halt verstehst, ne, das Leben passiert halt für dich, dann suchst du nicht mehr nach Gründen, warum etwas nicht funktioniert, sondern bist halt im Vertrauen. Und ich glaube, Vertrauen ist halt ein wichtiger Punkt, um im Long Term auch dabei zu bleiben. Willkommen zurück im Entdecke dein Potenzial Podcast. Heute mit einer sehr, sehr interessanten Persönlichkeit, Unternehmer, der mit 18 Jahren sein erstes Business gestartet hat. Nach einigen lehrreichen Monaten kam es auch dann dazu, dass es ja, im E-Commerce-Business sehr erfolgreich wurde und dort noch eine Dienstleistung gegründet hat, welche nach nicht mal einem Jahr dauerhaft ausverkauft war. Nach zahlreichen Überlegungen packt ihn aber dann doch die Leidenschaft, Menschen weiterzuhelfen, zu inspirieren. Durch seine eigene Transformation hat er auch erkannt, wie einfach Selbstverwirklichung das wirklich Beste ist, was man machen kann, weshalb er jetzt auf der Mission ist, das größte Erfolgsnetzwerk im Dachraum aufzubauen. Und es freut mich sehr, sehr, René Kleinschmidt heute im Entdecke dein Potenzial Podcast begrüßen zu dürfen. Safe. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, im Jacuzzi, genau. Du bist ja der erste ja, Podcast-Gast in diesem Mega-Ambiente hier auf Kroatien. Und ich habe tatsächlich an René einfach spontan einmal gefragt, ob er ja, Bock drauf hätte, ein Interview zu geben, weil ich finde seine Ambitionen in jungen Jahren sehr, sehr interessant. Er hat die richtigen Entscheidungen in einer ganz frühen Zeit schon getroffen, was ich immer mega respektiere. Und deswegen haben wir einfach gesagt, hey, lass uns einfach mal einen Podcast machen und gemeinsam Inspirationen austauschen. Und du hast mir ein bisschen schon erzählt, dass du tatsächlich angefangen hast, so mit 16 die richtigen Fragen zu stellen durch ein gewisses Buch. Und kannst gerne mal erzählen, welches Buch das auch war und vor allem, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dieses Buch zu kaufen. Oh, ja, das ist eine ganz witzige Story. Also von Bodo Schäfer, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber irgendwas mit finanzieller Freiheit, 7 Jahren oder sowas. In 7 Jahren zur finanziellen Freiheit, ja. Ja, das muss es gewesen sein. Und es war in der Corona-Zeit, als man dann von der Schule daheim war. Da hatte ich die ganze Zeit einen Minijob, also mein erstes Geld verdient. Und Freunde von mir haben dann gesagt, ja, Lufthansa-Aktien kaufen und so. Da kam man so das erste Mal in den Touch mit Geld verdienen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich hole mir einfach ein Buch dazu. Ich weiß gar nicht mehr, wie das vorgeschlagen wurde, aber irgendwie muss es mir vorgeschlagen worden sein. Da habe ich mir das Buch gekauft und ab dann ging es los, dass ich gecheckt habe, okay, meine Situation, so wie ich sie kenne, also ich bin im Haushalt aufgewachsen, wo wir so, meine Mutter hat immer ganz normal verdient, das war nicht wirklich gut. Mein Opa hingegen war sehr erfolgreich, also er hat auch sehr viel Geld verdient, hatten aber direkt, keinen direkten Kontakt. Also ich habe schon diese Spannen wahrgenommen, die da sind, und für mich war es dann so ein bisschen unmöglich oder man muss halt lange studieren und. Und letztendlich war es dann so, dass ich durch dieses Buch gemerkt habe, hey, okay, der Tellerrand ist größer und tatsächlich kann man das gar nicht so schwer schaffen, 1 Million Euro zu bekommen. Das ist ja das. Also ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo du dann sagst, es ist nicht so schwierig, dann öffnest du ja auch irgendwie andere Bereiche im Gehirn und sagst, okay, wie kann ich es möglich machen? Weil die meisten limitieren sich halt einfach im Extrem. Und ich frage mich dann aber, okay, du warst ja dann damals 16. Ich meine, zu der Aussage so zu kommen, okay, ich meine, ist gar nicht so schwierig, das eigentlich auch zu schaffen. Was hast du für einen Background auch von deiner Familie eventuell auch bekommen, dass du überhaupt mit 16 schon so weit warst? Ich denke, es war eine Phase, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber ich bin ohne Vater aufgewachsen und hatte eine sehr, sehr schwere Kindheit, würde ich sagen, also was das Psychologische angeht. Und kam, ich glaube, zu der Zeit war ich sogar in einer psychologischen Behandlung, weil ich mich selber nicht akzeptiert habe. Und hatte auch die ganze Zeit, den ganzen Weg bis jetzt immer noch Selbstzweifel, ob das überhaupt klappt, ob ich es kann. Aber an sich bin ich ein sehr logischer Mensch. Und es wurde sehr plausibel erklärt, das Ganze. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, es sollte machbar sein, so nach dem Modell, was da erklärt wurde. Ich muss nur mäßig dranbleiben. Spannend, ja, sehr interessant.
Okay, das heißt, du bist im Endeffekt ohne Vater aufgewachsen. Hast du das Gefühl gehabt, dass du gleich, weil es gibt ja auch einige Influencer auch so bei, vielleicht kennst du auch Iman Gazi, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, der ist im Endeffekt auch ohne Vater aufgewachsen. Der hat ja dann erkannt, okay, er muss was verändern. Er will im Endeffekt für seine Mutter auch da sein und übernimmt dann eigentlich die Vaterrolle. Hast du das Gefühl irgendwie bei dir gehabt, bei dir war das ähnlich oder wie war das bei dir? Ich würde nicht mal sagen, also ich muss sagen, ich war früher eher ein Schisser so, und habe mich eher versteckt, anstatt jetzt rauszugehen zu sagen. Vielleicht musste ich die Verantwortung übernehmen. Das habe ich auf jeden Fall gezeigt, als zum Beispiel alle meine Freundinnen so das Thema Drogen reingegangen sind, dass ich dann mich distanziert habe, quasi Verantwortung übernommen habe, dass ich da nicht reinfalle. Aber an sich weiß ich nicht so von der Familie, dass ich gesagt habe, ich muss die Verantwortung übernehmen. Ich weiß es gar nicht, wie es genau zustande gekommen ist, um ehrlich zu sein. Aber ja, es war auf jeden Fall ein prägendes Ereignis und ist ja auch später, wenn wir vielleicht dazu kommen, letztendlich ein Schlüsselergebnis, warum ich dieses Netzwerk gründen will, weil ich gemerkt habe, was für Transformationen möglich sind bei einer Person selber. Weil ich war sehr unsicher als Person, ich war sehr im Selbsthass, ich war auch wenig reflektiert und vor allen Dingen ich war sehr introvertiert. Würdest du meinen, dass du jetzt mehr extrovertiert bist? Ich bin vom Grundtyp eher ruhig, aber wenn ich auf Events gehe, so, ich habe gar keine Probleme mehr mit Menschen. Dann kannst du es auch switchen, oder? Ja. Ja, okay. Dann bist du auch bewusst darüber und kannst es situativ auch anpassen. Okay, verstehe. Na, weil du es mir vorher angesprochen hast, wir kommen natürlich auch dann auf jeden Fall zu diesem Thema auch mit dem Erfolgsnetzwerk, wo es sehr, sehr spannend ist, was wir schon ein bisschen gesprochen haben. Ich möchte wissen, und ich denke, es sind auch viele junge Leute, die zuhören, die das interessieren würde. Mann, du warst 16 bis 18 und was 90% der 16 bis 18-Jährigen machen, ist PlayStation spielen, feiern gehen, Frauen mal die ersten Erfahrungen machen und so weiter. Ich meine, du warst da gerade in dieser Zeit von dem ersten Start deines Business-Aufbaus. Ja, So, schon. quasi, ja. Und du hast ja sicherlich dann mitbekommen, wie deine Friends damals, oder vielleicht hast du heute noch welche in dem Zusammenhang, also ihren Lifestyle einfach anders gelebt haben wie du. Wie war das für dich so in diesem Startpunkt? Erzähl mal ein bisschen so diese Story, wie das am Anfang bei dir war. Boah, also es war nicht so, dass ich nicht feiern gegangen bin. Es war nicht so, dass ich, boah, zu der Zeit frage ich mich immer noch, wie ich das geschafft habe. Also nicht so Aber laut so mit wie. Frauen hatte ich schon viel zu tun damals, auf jeden Fall. Aber ich war sehr halt in meiner Freizeit mäßig, ne? Also unter der Woche habe ich für Schule eigentlich gar nichts gemacht und dann halt mit Business probiert. Eine Zeit lang war ich auch sehr locked in, ja. Da hatte ich auch zu der Zeit eine Freundin, das heißt, ich war jetzt nicht so, ey, ich muss rausgehen oder so. Ich habe mich erst noch damals, ich habe auch noch, es war aber auch mehr aus dem Ego heraus, also gedroppt, ja, boah, wenn ich, wie kann ich das am besten erklären, dass ich halt mein Business direkt über die Freundin dann gestellt habe und so, das habe ich dann eiskalt so rausgehauen, ohne Probleme. Also ich war sehr driven mit der Idee, da selbstständig zu werden und habe, ich denke, eine Zeit lang auf jeden Fall verzichtet, dann aber als die ersten 2 Male es nicht funktioniert hat, dann bin ich ja wieder einen normalen Minijob gegangen. Und bin dann auch wieder normal feiern gegangen und dann über Umwege dann halt später auch wieder locked in. Ja. Okay, also hast du immer ab und zu solche Sessions gehabt vom Monk-Mode oder so Locked-In-mäßig? Also hast du nie wirklich komplett alles verzichtet und dann let's go for it, sowas nicht? Nein. Okay. Ja, was war denn in deiner Zeit dann in dieser Aufbauphase so deine größten Learnings? Was hast du damals so für dich erkannt, wenn du jetzt zurückschaust, diese Zeit? Ich weiß, dass ich es nicht schaffen konnte damals, als ich die ersten 2 Tries hatte, weil ich gewisse persönliche Fähigkeiten aneignen musste. Zum Beispiel, so welche waren das? Boah, das war auf jeden Fall das Ego ablegen. Ich habe mir damals Ego einen ablegen. Live-Call bei meinem ersten Coach angeguckt, da ging es um Vertrieb und ich habe ihn nur widersprochen, aber ich hatte ja gar nichts erreicht und war dann theoretisch wasted money so, weil du hast keine Tipps angenommen. Aber es war halt ein wichtiges Learning, schlussendlich, weil ich dadurch dann gelernt habe, hey, wenn ich mein Ego ablege, komme ich auf jeden Fall viel weiter und habe auch diese Dimension gesehen, wie man sich anpasst. Weil mittlerweile habe ich war sehr stur, mittlerweile habe ich gar kein Problem mehr, wenn jemand andere Ansicht teilt, egal wie wichtig mir die Ansicht ist. Und das war ein wichtiges Learning. Ich glaube, was halt vom Naturell so ist, ist dieses, ich habe nie den Weg von Selbstständigkeit aufgegeben. Also auch, wo ich wieder in den
Minijob gegangen bin, dann neben der Schule, habe ich trotzdem nicht aufgegeben, diese Idee, und habe ja die nächste Idee, die ich gefunden habe, angenommen. Dran geblieben, umgesetzt. Ja, nur weil halt ein, zwei Sachen nicht so funktionieren oder man vielleicht Umwege gehen muss, ist es ja für mich immer so gewesen, jetzt im Nachhinein, wenn du es beschreibst, dass es so passieren muss, damit du gewisse Wege dir oder Türen öffnen kannst, damit du dann weitergehen kannst. Ja, und so wie der Steve Jobs auch gesagt hat, you only can see the dots looking backwards and not looking forward. Die Ja. Punkte, sie verbinden, wie gesagt, durchs Weitergehen, siehst du dann erst später, ja, voll. Interessant. Und du hast mir auch gestern schon oder vorgestern auch gesagt, dass du mehrere Möglichkeiten am Anfang probiert hast, damit es dann auch in der Zukunft diese Punkte, sie verbinden, um einen Erfolg zu kreieren. Magst du ein bisschen über das erzählen? Also was hast du da gestartet und warum hat es deiner Meinung nach nicht funktioniert? Ja, damals Affiliate Marketing, Affiliate Marketing, war okay. also, man ist im Geld hinterhergerannt, man hat so ein bisschen Billigkurse verkauft bekommen oder gekauft für 40, 50 Euro. Kann man sich jetzt im Nachhinein denken, okay, dann die Erwartung zu haben, mehrere 1000 Euro im Monat zu verdienen, ist ein bisschen surreal. Für die Leute, die es vielleicht nicht so verstehen, was Affiliate Marketing ist, wie willst du das vielleicht beschreiben, was du genau gemacht hast? Naja, damals war ja die Bubble so, das war auf Instagram, da war das auch noch relativ neu. Dann wurdest du angeschrieben und sagen, hey, kannst du mit deinem Smartphone Geld verdienen? Und du hast eigentlich quasi nur einen Kurs verkauft, mit dem du dann, in der Kurs hat dir dann gezeigt, wie du mit dem Smartphone Geld verdienst. Und das ist eigentlich ja so ein Schneeballsystem irgendwo. Und das war halt sehr trendy zu der Zeit. Und dann bin ich da auch reingegangen, aber irgendwie hatte ich auch das nur ein bisschen probiert. Wollte dann irgendwie, ich weiß nicht warum, aber immer coachen, coachen, coachen. Hatte auch die Vision damals schon auf eine Bühne zu gehen und warum auch immer, keine Ahnung, aber es war so Ein einfach. Impuls. Naja, die ganze Zeit war das präsent. Ja, und dann habe ich probiert zu coachen und da war halt, naja, was willst du Leuten beibringen, ohne überhaupt was geschissen zu haben? Und dementsprechend das hat das auch nicht funktioniert. Und das musste ich dann halt auch so erleben, ja. Ja, voll, das fühle ich auf jeden Fall, weil Coaching ist natürlich immer so, du brauchst natürlich jetzt auch ein paar Referenzen, ansonsten ist es schwierig. Das sehe ich bei mir im Business auch immer genauso. Bei mir war es ein bisschen anders, weil ich dadurch einfach mit meinen Eltern das gemeinsam aufgebaut habe und ich habe dann quasi neue Kunden, neue Referenzen bekommen durch das Business, was meine Eltern schon aufgebaut haben. Aber ich kann es voll nachvollziehen, so von Zero was aufzubauen im Coaching-Business, wo ist der Proof? So, das ist immer schwierig. Okay, das heißt, du hast dann das erste Erleben Affiliate Marketing, dann Coaching. Und wie ist dann die Journey reingegangen zu diesem Thema E-Commerce? Und für die Leute, die das auch nicht verstehen, was hast du da genau gemacht? Was war da so dieser Punkt bei dir? Ja, ganz witzig. Also ich bin dann auf die Wette für eine Schule gekommen und durch einen Freund, einen anderen Freund, jetzt mittlerweile sind wir in einem Büro, aber damals, man kannte sich so vom Sehen, der hat halt damals schon Reselling gemacht, also PlayStation 5 und sowas verkauft. Und da gab es eine Gruppe, wenn du Leute eingeladen hast, dann hast du gratis Monate bekommen. Das heißt, er hat alle Leute abgeklappert, alle Kollegen auch reingegangen, auch ein bisschen Geld damit verdient. Nur ich war der Einzige, der sich da richtig reingefuchst hat. Also der dann gemerkt hat, hey, okay, das sind so Sachen. Ich war zu einem Zeitpunkt so, dass ich gar nicht mehr schlafen wollte, sondern mich immer richtig auf den nächsten Tag gefreut habe, weil man so diese ersten Erfolge erzielt hat und ja, dann nur nach neuen Ideen gesucht habe. Und dann haben wir halt verschiedene Sachen ausprobiert, verschiedene Services gegründet. Bei dem Ganzen war also Thema Botting, das sagt meistens halt nichts, aber da kommt zum Beispiel Schuh bei Nike raus und du haust halt dann Bots drauf, dass sie diese Schuhe schnell wegkaufen und so, dass du die dann teurer verkaufen kannst. Und dann hatten wir damit gestartet, das war der erste Service, den wir hatten. Genau, so kam ich dann ins E-Commerce rein und in das Ganze. Ja, und wie schnell ist es dann gegangen, dass du die ersten Erfolge generiert hast und welche Summen kann man da ungefähr davon sprechen, in welcher Zeit? Also es kommt nur darauf an, wie viel Geld du bei sowas startest. Und damals, ich hatte ja nicht viel Geld, 400, 500 Euro. Und der Kollege, der mir hätte mal Geld vorgestreckt, sonst wäre es auch langsam nur angelaufen. Also jetzt nicht viel Geld, aber schon so, dass ich mir mal ein, zwei Playstations kaufen konnte, die ich verkauft habe und ihm dann das Geld zurückgegeben habe und den Gewinn rausziehen konnte. Und so bin ich aber in einem Jahr von 400 Euro so auf ungefähr 40.000 bis 50.000 Euro Kapital gekommen in Waren. Also ohne Schulden oder so für Waren. Genau, das kann ich ungefähr sagen. Ne, Umsätze sind da im E-Commerce eh immer ein bisschen schwammig, aber ich hatte ungefähr so 40.000 bis 50.000 Euro Waren im Büro bei mir stehen. Ist ja trotzdem immer ein gewisser Betrag. Ja, So safe. auch für jungen Jahren ist schon eigentlich eine krasse Summe auch.
Ich meine, wie bist du dann mit dem auch umgegangen? Weil viele in der Jugend gehen ja immer mit solchen, mit Geld auch immer manchmal auch sehr, sehr schleißig um und geben es für Partys aus und so. Ich sage nicht, dass du es vielleicht nicht gemacht hast, das kann man natürlich, das kannst du mir gleich auf jeden Fall sagen, wie es bei dir war. Aber wie bist du mit dem ersten, okay, ich sehe die ersten Erfolge, wie bist du mit dem umgegangen? Boah, also bei mir war das wirklich, wo ich gesehen habe, das funktioniert an sich, das Konzept, bin ich all in gegangen. Also da habe ich dann mir gar nichts mehr gekauft, alles Geld, deswegen, das ist ja im E-Commerce so, du musst ja Geld ausgeben, damit du Geld bekommen kannst. Und die meisten haben die Schwierigkeit halt, weil sie wenig Geld haben, dann auch schnell Umsatz zu erzielen. Das heißt, in einem Jahr auf 40.000 bis 50.000 Euro Kapital von 400 zu kommen, also mal 100, ist sehr schwer eigentlich. Also so, wie ich es jetzt auch bei anderen sehe. Und das heißt, ich habe mir in dem Jahr ein paar Schuhe gekauft und muss mal überlegen, wie viele paar hundert Schuhe ich verkauft habe. So, ich habe mir auch immer, fand man zwar geil, aber nie rausgezogen. Andere Freunde, die zum Beispiel kurz reinkamen, die haben sich dann selber auch eine Playstation geholt oder sowas. Und es war bei mir dann nie so, ich habe alles Alte auch verkauft und so, Motorrad verkauft, bin da all hingegangen, bin auch zu der Zeit dann ein Jahr ungefähr gar nicht feiern gegangen. Okay. Ja, und ich sehe auch bei Social Media sehr, sehr viele Influencer und Instagrammer, die auf dieses Business voll beharren, die finden das einfach mega. Und wie gesagt, du hast da sicher auch sehr, sehr viel Know-how in diesem Bereich. Deswegen, ich glaube, dass viele junge Menschen einfach auch schauen, was kann ich machen, um den schnellsten Weg zu finden zum Erfolg. Mhm. Erste Frage, würdest du meinen, E-Commerce is the way? Und zweite Frage, wenn es the way ist, was sind für dich die drei besten Strategien, um als junger Mensch im E-Commerce erfolgreich zu werden? Also wir sind ja per se im Reselling. Oder mittlerweile nenne ich das Amazon-Arbitrage, weil man viel über Amazon macht. Ich würde sagen, also schneller Erfolge sollte man sich eher aus dem Kopf werfen. Es kann funktionieren, aber das ist meistens so ein Lucky Punch und es wird sich irgendwann wieder einholen. Sei es bei den meisten Unternehmen mit Steuern oder bei, keine Ahnung, Freunden, die ich gesehen habe, die dann zum Beispiel auswandern, die sich mit einem Lifestyle vollhauen, den sie nicht halten können, weil ein Business für mich immer etwas ist, was du heranzüchten musst. Und wenn etwas zu groß wächst, dann stirbt es. So in der Hinsicht. Das heißt, du musst immer, also man sagt ja, ein erfolgreicher Unternehmer hat im Schnitt 3 bis 4 Unternehmen vorher gegründet. Passiert es nicht, wirst du immer, weil diese Learnings, die sind wichtig zu erfahren. Du kannst gesagt bekommen, hey, fass nicht auf die heiße Herdplatte, aber irgendwann wirst du es eh einfach machen. So. Irgendwann hast du dieses Schon Gefühl. Interessant, dass man immer die eigenen Learnings immer braucht, gell? Obwohl man so viel, das ganze Wissen ist ja schon draußen. Es gibt ja hunderte, tausende von Unternehmern, die eigentlich die ganzen Fehler auch schon gemacht haben. Aber irgendwie, ja, man kann das natürlich auch lernen, aber trotzdem muss man es dann meistens lernen durch eigene Erfahrungen. Safe, weil dann erkennst du erst den Wert wirklich an von einem Learning. Weil zum Beispiel, wie gesagt, so Steuerrückzahlung, wie viel YouTuber oder sowas gehen wieder insolvent, weil sie diese Steuern nicht kalkulieren. Und das wird schon 100 Mal vorher vorgemacht oder vorgelebt und weiß man halt auch. Aber manche Menschen müssen gewisse Erfahrungen machen, ich denke, das ist unabdinglich. Das heißt, an sich erstmal natürlich jetzt intellektuell würde ich sagen, schau nicht nach dem schnellen Erfolg, aber ich weiß auch selber, damals, ich wollte einfach nur Geld verdienen, was da deine Träume, willst du nach Dubai oder sonst was machen, dann guckt man dann natürlich auch, aber im Nachhinein lernst du, dass wenn du langsam wächst, ich würde jetzt nicht zum Beispiel tauschen gegen Freunde von mir, die mal ein Business gestartet haben, ich will das Modell jetzt nicht nennen, aber die in kurzer Zeit auf 70.000 Euro im Monat gegangen sind und jetzt ihr Gewerbe wieder abgemeldet haben, weil sie es nicht halten konnten und komplett eingekracht sind. Mhm. So, das heißt, ich war lieber langsam und habe in einem Jahr, das ist auch schon für die Art und Weise schnellen Progress gemacht, aber jetzt nach 2,5 Jahren bin ich jetzt immer noch nicht auf Dubai oder sowas. Aber ich bin vollkommen fein damit und ich würde auch nicht tauschen wollen, tatsächlich. Weil ich denke, ich sehr viele wichtige Sachen dabei gelernt habe, die man sonst vielleicht gar nicht in Berührung kommt. Dann zu dem Thema, ob es das beste Modell ist. Es ist auf jeden Fall draußen, es unterscheidet sich ein sicheres Modell, ein planbares Modell, weil du meistens B2C einkaufst. Also das ist so ein Phänomen, sage ich mal, dass du einfach bei Mediamarkt einkaufst und zwar die Rechnung absetzen kannst, aber sag ich mal, ganz normale Verbraucherrechte hast. Das heißt, wenn du merkst, zum Beispiel bei Schuhen, du kaufst sie bei Nike, die verkaufen sich nicht, musst du ja zu dem Zeitpunkt nicht wegschicken, schickst du ja wieder zurück, kriegst dein Geld zurück.
Wir bewerben das zum Beispiel ja auch, weil wir da Dienstleistungen haben, aber für Arbeitnehmer, die sich einfach locker nebenbei ein vierstelliges Nebeneinkommen aufbauen wollen, weil zum Beispiel Amazon da ist ein bisschen mehr Risiko, also im E-Commerce kannst du sagen, vor allem in dieser Reselling-Nische, je mehr Risiko trägst, wenn du trägst, desto mehr Potenzial hast du auch Gewinne zu erfahren. So. Aber du kannst schon, und zu der damaligen Zeit, heutzutage ist es auch ein bisschen anders, konntest du so einfach Geld machen. Das war wirklich mit den Playstations und sowas, Grafikkarten damals, Nike-Schuhe, mittlerweile der ganze Markt ist auch runtergegangen, jetzt gehen halt alle zu Amazon. Jetzt, das ist halt planbar. Es gibt halt immer wieder andere Trends halt. Ja, du musst halt Trends auf jeden Fall verfolgen. Aber zum Beispiel das Modell an sich handelt ja jetzt, wie wir es jetzt machen, davon Amazon Arbitrage. Arbitrage ist ja quasi, wenn du zwei verschiedene Währungsgeschäfte machst oder halt auch zwei verschiedene Warengeschäfte. Das heißt, du kaufst Ware billiger ein, schickst zu Amazon, verkaufst sie dort teurer. So einfach. Deswegen ist es halt auch so planbar und es ist nicht so nichts Ungreifbares, weil ich bemängel mittlerweile in diesem Markt, dass halt viel Ungreifbares verkauft wird, wie Coaches Coaches coachen, die andere Coaches coachen oder sowas. Und das ist halt die krasseste Bubble, wo gar kein Wert letztendlich hintersteckt. Weil bei uns wird ja dann eine Ware bewegt oder sowas. Aber da steckt dann einfach der Wert, sag ich mal, da gibt es damals Sam Owens oder sowas, bringt ein Coaching raus für 100.000, dann kaufen es welche und die verkaufen es dann, das Wissen einfach für 50.000 Euro. Und die verkaufen das Wissen dann für 10.000 Euro oder so. Und so dann geht es so runter. Und das ist halt für mich gerade die Bewegung vom Markt, wo Leute einsteigen, die schnell Geld machen wollen. Und das ist, glaube ich, nichts Nachhaltiges. Safe nicht. Interessante Betrachtungsweise, ja. Nein, du bist ja auch ein logischer Mensch. Du brauchst ja auch Zahlen, Daten, Fakten. Ich finde es ja wirklich interessant, auch diese Herangehensweise von den Zahlen, Daten, Fakten-Business, aber genauso auch Coaching ist ja nicht so greifbar, obwohl man es ja auch greifbarer gestalten kann, je nachdem, wie viel Wert du auch da rein bringst mit Zahlen, das geht ja alles ein. Du kannst ja alles mit Zahlen noch nachvollziehen. Aber ich verstehe, was du meinst. Und vielleicht nur ganz kurz, weil wir es vorher auch angesprochen haben, so drei schnelle Tipps für Einsteiger im E-Commerce. Was würdest du da als erster sagen? Was kommt da? Also E-Commerce ist ja relativ breit. Keine Ahnung, Dropshipping oder so kenne ich mich gar nicht aus. Aber es ist wirklich Geld beiseite legen, Geld zusammenlegen, weil je mehr Geld du hast, desto mehr einfacher kannst du Geld verdienen bei uns in dem Modell. Dann halt der Tipp natürlich das langfristige Anstreben und auch nicht zu früh den Job kündigen, weil wie gesagt, Umsätze sind hoch, Margen sind meistens niedrig so. Okay. Und das verwechselt man ganz schnell, weil das war zum Beispiel auch ein Punkt bei mir, ich habe re relativ schnell zum Beispiel den Bezug zu Geld verloren, sage ich mal, weil auf einmal von, ich krieg mal meine paar hundert Euro vom Minijob, da tausende von Euro jeden Tag, du diese Ware einkaufst, hast du dann nochmal Kreditkarten und sowas, dann bewegst du ja schon einiges an Geld, dann bist du bei mehreren hunderttausend Euro Umsatz im Jahr und hast halt dann nicht mehr so greifbar auf einmal, wenn du dann im Laden bist und da kostet was 100 Euro oder so. Ja, spannend, okay. Also danke mal für diese Insights zu diesem Thema. Und wenn wir jetzt dann auch auf das Thema dahin kommen, weil in der Einleitung haben wir schon gesagt, du bist ja auch dann von diesem Game von Zahlen, Daten, Fakten, hat sich dann aber trotzdem wieder gepackt Richtung, ich will mit Menschen spezifisch auch arbeiten und ich will mit Menschen voranbringen, weil dich das einfach inspiriert und der Leidenschaft ist, der Passion. Was ich super finde, weil dahinter stehe ich auch komplett. Und von daher, du hast ein Netzwerk gegründet und da hast du auf jeden Fall große Ambitionen. Success Door heißt das ja, also die Erfolgstüre, die man einfach gehen muss, wenn man erfolgreich sein wird, geht man durch diese Türe. Und ja, sag mal, hol mich da einfach mal ab oder hol einfach jeden ab, der da gerade zuhört. Wie bist du auf diese Idee gekommen, das zu gründen? Was ist deine Intention dahinter? Safe. Also meine Reise ging mal los irgendwann, dass ich, während ich im E-Commerce das Ganze gemacht habe, irgendwann für Coachings wieder interessiert habe, als ich mit anderen Menschen gesprochen habe, dann habe ich mir erstmal ein Business-Coaching gekauft, dann haben mich nämlich viele gefragt, warum machst du das selber das E-Commerce nicht als Coaching? Dann war ich halt aber so oder so, nee, will ich nicht, weiß ich nicht. Und dann bin ich in die Bewusstseinsbubble reingegangen und dann habe ich tatsächlich ein paar Leute im Bewusstsein gecoacht und habe auch relativ schnell viel verstanden. Bin aber so weit reingegangen, dass ich auch eine Panikattacke hatte und dann wieder gemerkt habe, okay, ich ziehe da mal einen Schlussstrich, weil du findest
nicht alle Antworten in diesen ganzen Dingern heraus. Es war halt alles auch, es war jetzt so in den letzten anderthalb Jahren alles passiert. Genau, und dann hatten wir immer die Dienstleistungen und dann kam es halt so, dass ich so ein bisschen in diesen Performance-Bereich auch tatsächlich gehen wollte. Und dann hatte ich ein paar Klienten, die ich jetzt immer noch betreue und erst gestartet auch mit Performance, aber mittlerweile ist es dann so ein bisschen Business-Aufbau gegangen, weil ich gemerkt habe, ey, ich verstehe Sachen relativ schnell, die hier sehr komplex sind. Ich kann so Sachen schnell zusammenbinden und sehe halt das Große und Ganze, was dahinter stecken muss. Habe mich da halt extrem viel weitergebildet jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Habe die dann betreut und während ich dann immer mehr Geld, sage ich mal, verdient habe, habe ich gemerkt, irgendwie, das ist es nicht so. Und hatte also die ganze Zeit eine Leere. Also meine Ziele damals waren, ich wollte ein Büro haben, jetzt habe ich ein Büro. Ich wollte ein Auto unbedingt haben, dann hatte ich ein Auto. So, und dann war man an einem Punkt angekommen, wo man sich gefragt hat, ja, also natürlich, ich will jetzt auch immer noch mehr haben, klar, auch finanziell, aber es hat nicht das Gefühl gegeben, was man sich erhofft hat. Man hat, das kennt man ja eigentlich, immer Ziele zu erreichen, die Vorfreude ist immer besser eigentlich, als Natürlich, das Ziel ja. dann wirklich auch zu erreichen. Ja, und schlussendlich ging es dann halt so, dass ich auch in Netzwerke gegangen bin und gesehen habe, dass arbeiten Menschen ja an sich selber an vielen Ebenen. Aber bei diesen Netzwerken gibt es halt sehr viele schlechte Sachen auch. Also was ist schlecht, aber nicht positive, würde ich jetzt sagen. Dass zum Beispiel extrem viele Texte reingeschickt werden, was man alles beachten soll oder sowas. Wo es halt dann dieser Begriff Analysis Paralysis, also dass du so viele Informationen hast, dass du gar nicht mehr vorankommst, weil du nicht weißt, wo soll ich jetzt überhaupt anfangen. Wo startet man, ja? Das ist auch dann diese Online-Coaching-Bubble. Du siehst ja, jede Werbung ist immer darauf abgezielt, zu sagen, ich habe die neue exklusive Strategie. Und tatsächlich scheitern die meisten mit Agenturengeschäften oder sonstiges, weil sie sich nicht an die Basics halten können, weil sie denken, wenn sie nicht Ace viel Geld verdienen, fehlt ihnen eine Strategie oder sowas. Und dann werden sie niemals dieses Grundfundament aufbauen, das es braucht, ein Business auf 10k zu tragen, zum Beispiel. Und dementsprechend habe ich mir dann gesagt, okay, das ist ein bisschen nervig mit diesen ganzen also was ist, das sind keine falschen Informationen, aber es sind so unnötige Informationen. Weil wenn ich ein Business starten will, dann muss ich ja nicht überlegen, welche Strategie über Empfehlungsmarketing läuft, sondern ich muss ja gucken, wie ich jetzt drei, vier Kunden einfach erstmal für mich gewinne. So, und darum geht's. Und dann dachte ich mir, das ging ja in allen Lebensbereichen so. Dann dachte ich halt für mich, okay, dann muss man doch was hinbekommen, wo Experten aus Bereichen, weil ich selber dann irgendwann angefangen habe, selber kein Experte sein zu wollen, sondern einfach ein Koordinator, sag ich mal, Leute aus verschiedenen Bereichen zu nehmen und zu sagen, hey, guck mal, was ist du als erfolgreicher Coach in dem Bereich, zum Beispiel jetzt Rudern und Fitness, was ist für dich das Wichtigste, was jemand, der keinen Bezug zu diesem Business hat, haben soll, um auf ein gutes, solides Grundlevel zu kommen, um da in dem Bereich Erfolg zu haben. Und das runterzubrechen in einem Videokurs, wo jedes Modul eine Stunde geht, wo du relativ fix durch bist, aber weißt, okay, ich habe das Wissen abgedeckt und jetzt kann ich mich darauf fokussieren, auf Umsetzen. Und darum geht es ja schlussendlich, ne? Dass du ein Leben umsetzt, weil. Und das ist ja meistens auch das größte Problem. Also, du hast ja so viel Wissen, wir leben in einem Informationsüberfluss. Ja. Und wer hilft dann wirklich auch tatsächlich, dann die Leute wirklich in die Umsetzung zu kommen? Und da haben wir ja im Endeffekt auch von unserer Vision, vom Master of Life, speziell in unserem Coaching-Business, wo wir Menschen Step by Step helfen wollen, geführt in ein One-on-One-Gespräch, dass sie wissen, okay, sie können alle Fragen stellen. Ich finde, das ist, finde ich, wichtig. Jetzt nur Online-Kurse herzugeben, also mach einmal und viel Spaß, ich finde, das ist nicht nachhaltig. Ja, da ist ja dann noch die Community dabei, wo du dann Genau. halt die verschiedenen Bereiche abgedeckt hast, wo du dann Fragen stellen kannst, etc. Genau. Aber nicht, wo die ganze Zeit jemand was reinschreibt, hey, du musst darauf achten, oder das ist der nächste Lifehack. Oder dieses Biohacking, das macht verrückt. Also wirklich, ich habe selber so viel ausprobiert, von Routinen morgens, die anderthalb Stunden lang gingen, wo du die ganze Zeit Sachen gemacht Ja, hast, kann ich auch davon bis hin singen. zu, Zwei keine Stunden. Ahnung, einfach nichts machen. Und ich sage, ey, das ist so einfach so ein paar Basics einbauen und gut ist, mehr brauchst du nicht. Ja, stimmt. Das ist ja krass. Ich habe früher 2 Stunden Morgenroutine gemacht. Ja. 2 Stunden. Also ich sehe jetzt mal Sport nicht mit ein, ja, aber so. Ja, ist schon klar. Nein, aber das meine ich gar nicht. Das war normal. Da habe ich alle Rituale durchgemacht. So.
Und war natürlich dann voll im Frieden, aber ich habe auch nichts weitergebracht, ja, auch im Business. Okay? Du musst halt immer fragen, okay, für was bringt das? Was ist dein Ziel vor allem auch? Ja. Was ist dein Ziel? Und dann kannst du es halt einteilen. Ja. Okay. Ja, mal grundsätzliche Fragen, und vor allem in meinem Podcast geht es ja auch immer darum, welches Mindset steckt hinter der erfolgreichen Persönlichkeit. Warum stehst du täglich auf, René? Mittlerweile, damals hättest du mich vor 3-4 Monaten gefragt, hätte ich es nicht sagen können. Mittlerweile hat dann mehr zu bringen, um halt mein Wesen, sage ich mal, gut auszuleben und halt die Fähigkeiten, die ich bekommen habe, die Privilegien, die ich bekommen habe, zum Beispiel in Deutschland geboren zu sein, auch wirklich zu nutzen und meiner Familie später was zurückgeben zu können, aber generell auch den Menschen was weiterzuhelfen. Ja. Sehr schön. Ja. Jetzt mal angenommen, Verkäuferstart, du bist ja auch Verkäufer, da kommen wir auch wieder dazu. Aber ja, auf jeden Fall mal angenommen, du wärst jetzt 80 Jahre alt, okay? Das heißt, ich mal in die Rolle eines 80-Jährigen. Was würde dieser 80-jährige René, den jetzigen René, raten? Oh, ich denke, einfach weiterzumachen, weil ich gemerkt habe, jetzt schon, dass sich viele Dinge ergeben, die kannst du dir jetzt nicht ausmalen in Zukunft. Passieren einfach, keine Ahnung, so. Ja, das ist ganz gut so. Keine Ahnung, wie das passiert, aber du lernst da Kontakte kennen, wer kennt jemanden. So ist ja auch jetzt quasi diese Neugründung von Successor entstanden, dass durch Kontakte oder durch irgendwas, was du vorher gemacht hast, irgendwie sich was ergibt, wo du denkst im Nachhinein, das ist rational vielleicht noch gar nicht erlenkbar. So, das heißt, ich glaube, dieser Punkt von einfach immer weitermachen, seine Versprechen an sich einzuhalten. Was war also spezifisch jetzt, wenn du jetzt dran denkst, dein 10-jähriges Ich, was würde dein 10-jähriges Ich sagen wollen in der jetzigen Situation? Also nicht vorher mal gesagt, oder 80-jähriges? Ja. Jetzt stell dir mal vor, dein 10-jähriges Ich würde dich wir jetzt gerne etwas sagen wollen. Den Alter, wo du jetzt gerade bist, was würde der 10-jährige René sagen wollen? Auf jeden Fall sich Dinge zu trauen, Risiken einzugehen und niemals den Glauben an sein Potenzial zu verlieren. Nicht mal an sich, sondern an sein Potenzial, weil tatsächlich ist alles in uns, was wir brauchen. So. Ich nehme mal als Beispiel Cristiano Ronaldo, ist ja nicht in einen Zaubertrank gefallen, damit er dieser Fußballspieler wurde, sondern der hatte alles in sich, der musste es halt nur durch Training herausholen. So. Und da zeigt es ja, dass wir theoretisch keine Grenzen haben. Starkes Beispiel, ja, safe. Ja, und jetzt kommen wir noch zu einer sehr, sehr tiefen Frage, die wirklich sehr spannend ist, immer wieder von den Antworten, die ich manchmal stelle im Podcast. Und zwar stell dir mal vor, jetzt mal sehr weit in die Zukunft geschaut, okay? Auf deinem Begräbnis, okay? Sind deine wichtigsten Leute versammelt und kann eine Person, die dich am besten kennt und die auch am Begräbnis dort steht, ein paar Worte über dich sagen und dein Leben, wie du gelebt hast? Was sagt diese Person über dich? Das wäre auf jeden Fall meine Schwester, denke ich. Und ich glaube, was halt so das Ding ist, ich war halt, oder ja, was sie sagen würde in dem Sinne, dass er sein Ding halt einfach macht und drauf scheißt, was andere ihm gesagt haben, ob es funktioniert oder nicht. Also so ein bisschen straight online und beziehungsweise halt auch einfach durchzieht. Und ich glaube, ich würde mich jetzt auch als jemand einschätzen, der sehr integer ist, also auch wenn ich mir selber Worte gebe, vor allem auch long term, probiere ich die auch 100% umzusetzen, und ich glaube, das spürt dann auch mein Umfeld. Ein Mann, der sein Wort haltet. Ja, das ist natürlich immer safe nicht. Ja, es sind keine Roboter. Trotz AI. Ja, okay. Sehr interessant, ja. Okay. René, wir haben unsere letzten 4 Fragen, die Big Four, wie ich sie nenne, die ich jeden Podcast-Teilnehmer stelle. Okay? Bin schon gehypt auf seine Fragen. Ist ready? Let's go. Okay. Was war dein schlechtester Ratschlag, den du je bekommen hast? Damals von dem ersten Coach tatsächlich auch.
auch wenn ich einen Kurs Ego hätte, dass ich die Schule einfach ASAP abbrechen soll. Und damals wäre das katastrophal gewesen. Okay. Ich habe die Schule theoretisch auch nicht zu Ende gemacht, ja. Aber erst ein bisschen später, als ich dann noch Geld verdient habe, habe ich keinen Cent verdient. Verstehe. Also, ihr hättet geraten, die Schule so schnell wie möglich abzubrechen. Dann wäre ich nach der 11. Klasse rausgegangen. Okay. Was war dein bester Ratschlag, den du je bekommen hast? Boah, life happens to you. Da gibt es ja interessante Also, Zitate. das Leben passiert halt immer für dich. Nicht gegen dich, ja. Weil dann hast du diesen strong mind, sag ich mal. Weil ich glaube, sobald auch zum Beispiel jetzt mit dem Glauben an sich, wenn du weißt, dass Gott im Endeffekt dir die Wünsche erfüllt, wenn du bereit dafür bist, kannst du ja unendlich weitermachen, weil dann bin ich halt heute nicht bereit, okay, dann bin ich halt vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, whatever, es hört ja nicht auf. Wenn du halt verstehst, ne, das Leben passiert halt für dich, dann suchst du nicht mehr nach Gründen, warum etwas nicht funktioniert, sondern bist halt im Vertrauen. Und ich glaube, Vertrauen ist halt ein wichtiger Punkt, um long-term auch dabei zu bleiben. In allen Ebenen, also für deinen eigenen Erfolg, für Menschen, Vertrauen ist ja eine der Grundlagen. Ja. Und jetzt hast du im Endeffekt auch schon einen Spruch gesagt, so der Life happens not against you, life happens for you or to you. Ich bin ein Freund von Zitaten und grundsätzlich auch Motivationssprüchen, die mich in gewissen Situationen im Leben motivieren und einfach voranbringen, ins Umsetzen zu kommen. Was ist dein Lieblingsspruch oder hast du ein Zitat, was dich jeden Tag antreibt, was dir wichtig ist? Gibt es bei sowas bei dir? Also wie gesagt, Life Happens to You ist eins davon. Abgesehen davon, ja. Und dann, was mir auch im Kopf geblieben ist, ist dieses, am Ende wird alles gut und wenn nicht alles gut ist, ist es auch nicht das Ende. So. Auch schön. Aber es ist relativ ähnlich. Okay. Letzte Frage, René. Was war deine größte Erkenntnis in den letzten 10 Jahren? Dass sich alles verändern kann. Also von Grund auf alles. Dass wir nicht die Personen sind, die wir annehmen zu sein, Thema Identifikation, sondern wir uns alle Dinge ermöglichen können, indem wir von unserer jetzigen Identifikation ablassen und uns halt öffnen für das Leben, öffnen für die Möglichkeiten und auch öffnen für unsere Träume letztendlich. Sehr schön. Du bist vor allem nicht eben, wie gesagt, das, was du denkst, dass du bist momentan. Weil wir identifizieren sich sofort immer mit der Person, ja, ich kann nicht erfolgreich sein, weil ich bin so. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich mich so, im Englischen sagt man, you have to detach yourself from it. Also wirklich Abstand nehmen von dem, was du denkst, dass du bist. Aber es ist halt schwierig, also diese Reflexion auch zu haben. Ja, René, eine abschließende Message für deine Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, was möchtest du ihnen gerne noch beim kurzen Sätzen mitgeben auf dem Weg, was jetzt gerade als Impuls kommt, was da wichtig ist? Ich denke mal, ich würde auf jeden Fall sagen, dass man das Leben in allen Bereichen ernst nehmen soll. Das ist auch von unserem Netzwerk der Sinn. Und weil man wirklich merkt, dir bringt Geld nichts, wenn du einen ungesunden Körper hast. Dir bringt ein gesunder Körper nichts, wenn du kein Geld hast. Und man alles irgendwo in Balance bringt. Natürlich gibt es den einen oder anderen wichtigen Bereich. Aber vor allen Dingen, ich glaube, was die meisten machen, so alles ein bisschen halbherzig zu sehen. Und Entwicklung ist halt entweder entwickelst du dich oder entwickelst dich nicht. Und deswegen halt da auch dann voll reinzugehen, um für sich das Beste rauszuholen, was man in sich hat. Yes, Sir. Danke auf jeden Fall für die Inspiration, René. Danke für die Einladung. Mega. Jacuzzi-Session. Und ich werde auf jeden Fall auch den Link zur Community reinpacken, zu Success Store, damit du dich auch da bewerben kannst, dabei zu sein. Auf jeden Fall sei part of dieser Community, von diesem Tribe. Ich stehe da voll dahinter und bin ja auch richtig gespannt, wie es sich in der Zukunft weiterentwickeln wird. Und ja, auf jeden Fall danke nochmal, René, dass du dabei warst. Und ich sage, nächstes Mal wieder einschalten, dabei sein, liken, subscriben nicht vergessen und wir sehen sich.